So, Hallöchen, zurück, Mühlenkreis, wie jeden Tag momentan noch. Ich hoffe zumindest, dass heute mein Upload funktioniert hat. So, hier, Feld 24 hört uns ja seit kurzem auch. Ne? Da hauen wir mal kurz den Dünger drauf. Hier hat man wieder was zum Ausleeren, das machen wir jetzt einfach mal. Wir werden jetzt ein bisschen an der Zeit spielen. Gucken wir mal auf 5. Angesät ist es ja drüben schon. Das eine Feld zumindest. So. Wo kriegen wir denn momentan für Weizen am meisten? Wir haben ja Weizen eingeladen. Die brauchen wir ja alles nicht. Uns reicht der Gerste für die Hühner. Okay, Getreidemühle. Wo ist die Getreidemühle? Mal gucken wir mal auf der Karte kurz. Na toll, ganz da unten. Super. Ihr habt jetzt gerade nichts gesehen, gell? Nö. So. Und los geht's. Oh, Helfer D. Was ist jetzt wieder los? Tja. Hallöchen. Der drückt hier halt voll Leute durch. So, jetzt. Halt. Dann mache ich erstmal das hier fertig. Du bleibst erstmal noch stehen hier. Du auch. Den kleinen kann man auch mal verkaufen. So, jetzt geht's wieder hier los. Das ist auch schon ein bisschen kaputt. Na gut, 13%. Also ich habe die Meinung, seit dem letzten Fix und Update, also nach dem Update auf 1.4, der, wenn das vorher noch ein Fix war, was bei mir geladen, runtergeladen wurde, ich habe ja hier nämlich schon die Folge jetzt am Stück, wo ich jetzt schon wieder aufnehme, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob sich was an Lenkung ist. Also ich bin der Meinung, die Lenkung ist besser. Oder auch nicht. Ja. Ich weiß nicht. So. Reagiert ein bisschen besser auf jeden Fall. Irgendwie zumindest, ne? Ich glaube, der Getreidehandel war hier ums Eck. Naja. So. Es kommt Geld in die Kasse. Nicht viel, aber ein bisschen was. Wir können jetzt wieder Kredit aufnehmen irgendwo. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen Geld machen. Hier, mein Gott, BGA wird ja hoffentlich wieder Geld werfen. Jetzt am nächsten Morgen, deshalb haben wir es auf 5 gestellt, dass es ein bisschen schneller geht. Und dann können wir uns vielleicht auch eine MB-Truck leisten dann. Funktioniert hier alles. Momentan ruckelt auch nichts. Ich habe die Qualität noch mal ein bisschen nach oben geschraubt. Ich hoffe, sie ist jetzt besser. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Man, hier drin sieht es auch aus. Guckt euch das mal den Dreck da vorne an. Heißt, das ist von draußen, gell?
Meine Güte, ist ein Dreck. Aber er läuft noch. Man hat auch schon 18 Stunden Arbeit hinter sich, wenn ich das jetzt hier so glauben kann, was da unten steht. So. Gut, wir haben letztes Mal, glaube ich, auch einmal Felder gekauft und so und oh, was ist jetzt gerade was passiert? Nichts, okay. Komm, geh vorbei. So. Jetzt würde ich sagen, wir fahren den einfach mal. Das heißt ja schon so einen großen Hof und weiß nicht wohin mit den Maschinen, gell? Wir können jetzt einfach die Maschine hier einfach mal hinstellen. Oh. Ja, einfach mal hinstellen, ne? Weißt du was? Komm. Fahren wir doch einfach mal so rum. Fahren wir doch kaum rum, so. Sagt BGA. Noch ist was drin. Gut. Jetzt was reinlernen wieder hier. Jetzt kommt in der große Nachfrage nach in der Getreidemühle. Kommt die Meldung. Na toll. Hängen wir den mal kurz hier an. Der müsste es ja besser ziehen können. Fahren den mal kurz hier unter die Mischmaschine. Genau, die Frage war ja auch noch, ob wir uns... Ich meine, mischen können wir ja eigentlich selber. Aber für uns wäre jetzt ja auch relevant, eventuell eine Grastrocknung. Dass wir uns da eine Maschine reinnehmen. Haben wir da eigentlich schon eine im Angebot, beziehungsweise... Ich glaube, das war hier, gell? Ich glaube es nämlich nicht. Wir wollten noch so viel kaufen hier auf der Karte. Ich glaube, es war bei Silos, oder? Oder sind die nicht drin? Doch, da haben wir komisch Futtermixer. Doch, das da haben wir einen Mixer. Mit Grasfüllung. Das ist... Okay, du bist ein Silo zum Einlagern. Okay. Okay, dann haben wir das hier gar nicht drin. So was. Okay. Nö. Na, Gras trocknen wäre jetzt nicht schlecht für uns. So, was ist jetzt fertig? Der hier ist fertig, gell? Ich hatte da eigentlich... Okay, so. Den fahren wir jetzt mal aufs andere Feld rüber. Da kommt dann auch noch Sojabohnen drauf und hauen wir das einfach mit komplett mit Sojabohnen nochmal voll. Die hört sich auch schon ein bisschen arg kaputt an hier irgendwie. Oh, halt, halt. Oh. Hier muss ich rüber. So. So, junger Mann.
Ah, okay. Was ist mit dir los? Ist jetzt hier schon fertig? So, schnell vom Feld runter. Boah, wie sieht denn der aus? Wobei, den können wir eigentlich laufen lassen. Oh. Ne? Ob es da schon einen Kurs gibt, aber ich glaube nicht mit der Größe. Feld 24, machen wir das mal zu. Feld 24 Saat. Ich glaube, das war die falsche. Machen wir das raus. Kursgenerierung. Feld 24, so. Zweimal außen rum. Dass es funktioniert. Halt am ersten Wegpunkt bitte. Da soll er anhalten. Dann machen wir Feld 24 Saat. Neu. So. So, junger Mann. Hier ist aber 50% gedüngt, gell? Hier ist ein 100%. Die Frage natürlich auch, ob es überhaupt geht hier, ne? Ja, nicht. Okay, geht. War nicht ganz okay, was ich jetzt hier mache wahrscheinlich. Aber jetzt haben wir zumindest die 100% drin. Würde ja dann auch wieder passen, ne? Der streut ja richtig gut jetzt. Ja, dafür ist er ein bisschen rum. Okay. Na gut, Da war schon gedüngt da hinten, wie es aussieht. Und der Kleine kann das relativ gut eigentlich. Ich glaube, man darf bloß nicht ganz voll machen. Das habe ich letztes Mal schon gesagt gehabt. Dann wird es dann, glaube ich, ganz gut laufen hier. So. Die Fenster sind schon scharf an dem Teil hier. Da meint man echt, man sieht wirklich komplett im Freien. Der Maschine hier. So. Gut. Jetzt kommen wir zu dir. So, jetzt ist die Frage, wie haben wir das gemacht? Erst Silage, erst Heu, ne, ich glaube erst Stroh war drin.
Dann haben wir Silage reingeschmissen. Und dann gucken, ob es so funktioniert. Ja. Supi. Funktioniert tatsächlich. Das, wie genial ist das denn? Ne, dann brauchen wir diesen Futtermischer eigentlich nicht, wenn das hier so funktioniert. Man darf nur nicht so viel Stroh und nicht so viel Silage reinkippen. Aber ich werde dann gucken, dass wir auf jeden Fall noch ein Heu, also eine Heutrocknung oder sowas kriegen, eine kleine. Hallo? Obwohl, es hätte er mit Sicherheit nicht. Abkippseite ändern. So, genau. Gucken wir mal, ob das alles reinpasst hier. Oh, jetzt geht's los. Da drüben die gelbe Zahl. Die rennt jetzt. Ihr seid wahrscheinlich nicht so gut wie ich. So, jetzt ist das besser. Ja, da wird schon noch was reingehen. Aber ich glaube, die Maschine ist jetzt hier besser. Der Fendt läuft da einfach besser. Aber Leute, das soll es gewesen sein wieder für diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Genau, bis denne und ciao.